Es ist soweit, das Warten hat ein Ende. Er geht endlich wieder los. Der höchste Wettbewerb im europäischen Clubwasserball, die Champions League. Wasserfreunde Spandau 04 gegen VK Juk Dubrovnik. Das erste Gruppenspiel hatte es auch gleich in sich. Auf in den Kampf, so stand es unter der Woche auf der Wasserfreunde-Homepage. Kämpfen war auf jeden Fall angesagt, denn auf der anderen Seite des Schlachtfeldes stand eine mit Weltstars gespickte Truppe. Beim Favoriten wurden gleich 7 Spieler in London Olympiasieger mit Kroatien. Juk in den blau-roten Kappen wurde dieser Favoritenrolle auch gleich gerecht. Keine Minute gespielt und schon das erste Tor durch Dobut, 1:0 aus Gästesicht. Für die Spandauer kam mit Dubrovnik der erste sportliche Gradmesser. Kein Wunder, warum man so auf dieses Spiel hinfieberte. Die Motivation bei allen Beteiligten spürbar, ganz besonders bei Martin Vermeera, der nicht nur den Ausgleich, sondern auch die erste Führung für Spandau erzielte. 2:1, doch der Vorsprung wurde umgehend egalisiert. Paulo Obradovic mit dem 2:2 zur ersten Viertelpause. Dieses Spiel hat es wirklich in sich, hart umkämpft, doch stets fair, außerdem mit vielen Chancen, die entweder von den beiden Torhütern oder dem Aluminium pariert wurden. Da musste dann ein ganz spezieller Trick her, um die Torblockade zu lösen. Dobut mit dem 3:2 für Dubrovnik. Kein Team konnte sich aber so recht absetzen. Dubrovnik zwar kurzzeitig mit 2 Toren in Front, aber Marin Restovic und Markus Stamm glichen zur Pause aus. 5:5 nach dem zweiten Viertel. Heute übrigens auch dabei war Marc Politze, der ja im Sommer seine Karriere bei den Wasserfreunden beendete. Hier sah er eine besonders starke zweite Hälfte, denn während die Kroaten wohl noch im Pausentee-Modus waren, ja, drehten die Gastgeber ordentlich auf. Erst das 6:5 durch Mateo Cuk, schön durchgesetzt, und dann das 7:5 von Martin Vermeera, das war schon sein 3. Treffer im Spiel. Dann ging es aber Schlag auf Schlag weiter. Obradovic verkürzt für Dubrovnik auf 6:7. Und Erik Miers stellt den 2-Tore-Vorsprung wieder her. 8:6 für Spandau. Unglaublich, die Wasserfreunde. Voll drauf, entgegen des Liga-Alltags der Außenseiter in der Partie. Und jetzt führte man hier mit 2 Toren. So, diesen Vorsprung wollte man natürlich jetzt nicht mehr aus der Hand geben. Bloß nichts herschenken. Und Laszlo Baksa nahm das wörtlich. Mit gewohnten Glanzparaden hielt er dieses 8:6 fest. Auf der anderen Seite sah das aber nun schwieriger aus. Der Gast aus Kroatien ließ den Hauptschiedern keinen Raum mehr. Die Anspielpositionen wurden abgeriegelt und dann klappte auch das Umschaltspiel. 3 Stationen und drin das Ding. Dobut mit seinem 3. Treffer zum 7:8 aus Sicht von Dubrovnik. Gleich hinterher auch noch der Ausgleich. 8:8. Vom australischen Nationalspieler Aaron Younger. Jetzt stieg hier das Herzinfarktrisiko auf knapp 100%. 1:30 noch auf der Uhr. Und wieder Obradovic aus gewohnter Position mit dem Stich ins Spandauer Herz. Das 9:8 aus Sicht von Juk Dubrovnik war auch der Schlusstreffer. Ganz bitter für Spandau. That was a really good game. Das war ein sehr gutes Spiel. Ich bin glücklich darüber, denn wir haben die ganze Zeit auf einem Level mit Dubrovnik gespielt. Zwar hatten wir einige Fehler, aber das ist ja normal. Many mistakes, but it's normal. They surprisingly played excellent. They are very fast. Sie haben uns heute überrascht. Sie waren sehr schnell und stark. Deshalb sind wir richtig froh, gewonnen zu haben. We are so happy that we win, actually. Ich glaube, wir waren selbst überrascht, dass wir mit 2 Toren in Führung in das letzte Viertel gegangen sind und haben dann gedacht, dass wir das irgendwie über die Zeit bringen müssen und haben aber dann versäumt, irgendwie selber noch anzugreifen. Für den Moment sollten wir mit einigen Dingen zufrieden sein, aber es gibt noch ein paar Probleme, die wir verbessern müssen. Das große Spiel geht also 8:9 verloren, ganz bitter für Spandau, auch wenn man mit dem Wie zufrieden sein kann. Nächste Woche steht schon der nächste Gradmesser bevor, diesmal national gegen Waspo Hannover. In der Champions League geht es dann im Dezember weiter.